Wer sich selbst erkennt, ist sein eigener Henker. Diejenigen, die tanzend gesehen wurden, erschienen denen verrückt, die die Musik nicht hören konnten. Manchmal wollen die Menschen die Wahrheit nicht hören, weil sie nicht wollen, dass ihre Illusionen zerstört werden. Die Erde, sagte er, hat eine Hülle. Und diese Hülle ist von Krankheiten befallen. Eine dieser Krankheiten heißt zum Beispiel Mensch. Je mehr ein Mensch schweigt, desto vernünftiger beginnt er zu sprechen. Die Gefahr des Weisen ist, dass er am meisten in Gefahr ist, sich in das Unvernünftige zu verlieben. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Zu leben bedeutet zu leiden. Zu überleben bedeutet, einen Sinn im Leiden zu finden. Alle wahrhaft großen Gedanken entstehen beim Gehen. Freundschaften plant man nicht. Über Liebe schreit man nicht. Die Wahrheit beweist man nicht. Wir leben nicht für die Zukunft. Wir leben, um unsere Vergangenheit zu bewahren. Der Mensch ist für immer an seine Vergangenheit gefesselt. Wie weit und schnell er auch läuft, die Kette läuft mit ihm. Was uns nicht tötet, macht uns stärker. Ein echter Mann will zwei Dinge, Gefahr und Spiel. Deshalb will er die Frau als das gefährlichste Spielzeug. Groß zu sein bedeutet, eine Richtung zu geben. Am Ende kann niemand aus Dingen, einschließlich Büchern, mehr lernen, als er bereits weiß. Je höher wir fliegen, desto weniger sehen wir diejenigen, die nicht fliegen können. Du hast deinen Weg, ich habe meinen Weg. Was den richtigen Weg, den wahren Weg und den einzigen Weg betrifft, so gibt es ihn nicht. Ihr macht unglücklich, nicht aus Mangel an Liebe, sondern aus Mangel an Freundschaft. Ich verstehe nicht, warum man lästern sollte. Wenn man jemandem schaden will, reicht es, irgendeine Wahrheit über ihn zu sagen. Der Vorteil eines schlechten Gedächtnisses besteht darin, dass man dieselben guten Dinge mehrmals zum ersten Mal genießen kann. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Der Tod ist nah genug, um sich nicht vor dem Leben zu fürchten. Der sicherste Weg, einen jungen Menschen zu verderben, ist ihn mehr diejenigen zu schätzen, die gleich denken, als die, die anders denken. Niemand kann dir eine Brücke bauen, über die du gerade den Lebensstrom überqueren kannst. Niemand außer dir selbst. Liebe deinen Nächsten bedeutet vor allem, lass deinen Nächsten in Ruhe. Und gerade dieser Teil der Tugend ist mit den größten Schwierigkeiten verbunden. Die Schlange, die ihre Haut nicht abwerfen kann, stirbt. Ebenso die Geister, die unfähig sind, ihre Meinung zu ändern. Sie hören auf, Geister zu sein. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der ständig gelobt werden will. Das grausamste Tier ist der Mensch. Das Streben nach Größe verrät den Kopf. Wer Größe besitzt, strebt nach Güte. In Herden gibt es nichts Gutes, selbst wenn sie dir folgen. Menschen, die sich selbst gegenüber misstrauisch sind, wollen mehr geliebt werden als lieben, um einmal, wenn auch nur für einen Moment,
an sich selbst glauben zu können. Ein Mensch vergisst seine Schuld, sobald er sie einem anderen gebeichtet hat, aber der Letztere vergisst sie gewöhnlich nicht. Wenn du dich entschieden hast zu handeln, schließe die Türen für Zweifel. In dieser Welt gibt es zwei Arten von Menschen, die, die wissen wollen und die, die glauben wollen. Noch nie hat irgendeine Religion direkt oder indirekt, dogmatisch oder allegorisch die Wahrheit enthalten. Denn jede Religion entstand aus Angst und Bedürfnis und drang durch Irrtümer des Verstandes in das Leben ein. Die Hoffnung ist in Wirklichkeit das schlimmste aller Übel, weil sie die Leiden des Menschen verlängert. Ein freier Geist braucht Gründe, andere nur glauben. Wir müssen jeden Tag als verloren betrachten, an dem wir nicht mindestens einmal getanzt haben. Je freier und stärker der Einzelne ist, desto anspruchsvoller wird seine Liebe. Schließlich sehnt er sich danach, ein Übermensch zu werden. Denn alles andere stillt seine Liebe nicht. Heroismus ist der gute Wille zur absoluten Selbstzerstörung. Am meisten stößt mich bei anständigen Menschen das Böse ab, das sie in sich tragen. Wenn wir müde sind, werden wir von Ideen angegriffen, die wir längst besiegt haben. Es gibt keine Fakten, es gibt nur Interpretationen von Fakten. Die Menschheit ist eher ein Mittel als ein Ziel. Die Menschheit ist bloßes Versuchsmaterial. Am meisten hasst der Gläubige nicht den freien Geist, sondern den neuen Geist mit einem neuen Glauben. In der Liebe gibt es immer ein wenig Wahnsinn, aber im Wahnsinn gibt es auch immer ein wenig Vernunft. Auf dem Weg liegen immer Steine. Sie können Stolpersteine oder Stufen sein. Alles hängt davon ab, wie Sie sie nutzen. Im Grunde gibt es keine Verwandtschaft, keine Freundschaft und keine Feindschaft zwischen Religion und echter Wissenschaft. Sie sind an entgegengesetzten Polen. Es gibt einen Grad an hartnäckiger Lüge, die als reines Gewissen bezeichnet wird. Moral ist das Prahlen des Menschen vor der Natur. Der gefährlichste Feind, den du je treffen wirst, wirst immer du selbst sein. Unsichtbare Bindungen sind die stärksten. Alle Dinge sind der Interpretation unterworfen. Welche Interpretation auch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrscht, ist eine Funktion der Macht und nicht der Wahrheit. Im Himmel fehlen alle interessanten Menschen. Der Mensch des Wissens muss nicht nur seine Feinde lieben können, sondern auch seine Freunde hassen. Bei Einzelpersonen ist Wahnsinn selten, aber in Gruppen, Parteien, Nationen und Epochen ist es die Regel. Wenn eine Frau Sex will, wird sie ihn immer bekommen. Gedanken sind die Schatten unserer Gefühle, immer dunkler, leerer und einfacher. Der Denker betrachtet seine eigenen Handlungen als Experimente und Fragen als Versuche, etwas herauszufinden. Erfolg und Misserfolg sind für ihn vor allem Antworten. Sei vorsichtig, damit du, indem du deinen Dämon austreibst, nicht das Beste in dir austreibst. Alle Wahrheiten, über die geschwiegen wird, werden giftig.
Wer ein Warum zum Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen.